Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Tag, zu einem neuen Vlog. Ja, Grace steht gerade hier in der Wippe und sie wird gerade schon quengelig, weil sie hat mir gerade beim Duschen zugeguckt und beim, wow, tolles Licht, beim Umziehen. Ich muss mich noch schminken und so und sie dann noch anziehen. Aber ja, jetzt mache ich erstmal kurz eine Pause und ja. Da nehme ich euch dann wieder mit, wenn ich mich fertig mache und sie anziehe. So, also ich suche jetzt ein Outfit für die kleine Maus aus. Da gehe ich euch mal kurz hier hin und dann gucken wir mal. Als erstes gibt es ein Body. Ich denke mal die Söckchen hier. Müssen wir mal nach der Hose gucken. Eine Strumpfhose, blau, weil ich ein blaues Ding habe. Jeanshose. Hast du deinen Lucky verloren? Larry. Das hier alles an. So. Fertig. Ich habe sie jetzt gerade auf dem Arm, deswegen jetzt wird es ein bisschen komplizierter, denn ich muss jetzt noch Fläschchen machen. Ja, nur mein Herz. Wir müssen noch Fläschchen vorbereiten, zumindest Wasser kochen. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal in die Küche und ich habe einen richtig scheiß Blickwinkel, aber egal. Ja, Schatz, alles gut. Und ja, dann ab in die Küche. Schon den ganzen Tag schlafen. Ich glaube, an die Mama ist da draußen, wenn ich euch das erzähle, sie hat einfach von gestern um, ich glaube, abends um 6 oder 7, also sie hat eigentlich den ganzen Tag geschlafen, aber wo sie dann eingeschlafen ist, so um 7 oder 8, allerhöchstens. Und dann hat sie bis heute Morgen um 10 geschlafen. Ja. Mein Leben als Mutter. Okay, also ich mache mich jetzt mal fertig.
So, also ich bin jetzt fertig und Grace auch. Und ich denke, wir gehen jetzt gleich mal also frühstücken. Also essen jetzt erstmal was und dann mal raus. So, meine Lieben, wir sind jetzt draußen mit dem Kinderwagen. Wir laufen jetzt zur Bank, ein bisschen Money holen und genießen gerade das schöne Wetter. Ich weiß gar nicht, ob ihr schon mal einen neuen Kinderwagen-Aufsatz gesehen habt. Ich habe einen neuen Maxi-Cosi geholt und den habe ich jetzt auf dem Kinderwagen drauf. Und ja, funktioniert auf jeden Fall prima für kurze Strecken oder auch wenn man einkaufen geht oder so. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Ja, dann würde ich mal sagen, laufen wir jetzt mal eine Runde. So, also wir sind wieder daheim. Ich habe mich jetzt erstmal umgezogen, denn es war noch viel zu warm. Und jetzt mache ich mir erstmal Frühstück. Und ja, und die Oma spielt mit der Kleinen. Also ich esse gerade, ich kann euch ja mal zeigen, was ich esse. Richtig eklig, werdet ihr wahrscheinlich finden. Ich esse einfach Brot mit Ei und Parmesankäse in der Mikro. Ja, mein Schatz, in der Mikrowelle gemacht. Sieht nicht sehr lecker aus, aber schmeckt echt gut. Also, das ist eine schnelle Mahlzeit, die Mama machen kann mit einem Pipi, gell, mein Schatz? Ja, möchte ich dir auch irgendwas sagen? Irgendwas erzählen? Nee, ne? Nee, sie ist jetzt gerade nicht so. Ich bin froh, dass sie mich gerade halbwegs essen lässt. Also, ja, und dann geht's Mittagsschlaf machen, gell, mein Schatz? Okay, was? Dann schläft sie eigentlich nicht so. Ja. Also wir haben gerade 12:30, also sie hat 12:45 angefangen, ihre Flasche zu trinken. Und da, die trinkt noch. Und ja, dann bekommt sie wieder 14:45 eine, also sie trinkt jetzt, einen Moment, mein Auge hat gejuckt. Sie trinkt jetzt tagsüber alle 3 Stunden, aber auch manchmal 3,5, es kommt echt drauf an. Und nachts, die erste Phase, sind eigentlich 4,5 bis 6 Stunden. Irgendwo dazwischen meldet sie sich. Und dann auch wieder alle 3 Stunden. Ja, aber ist ganz gut. Sie schläft halt auch echt lange. Trotzdem, das ist echt toll. Aber trotzdem ist heute ein besonderer Tag, denn obwohl sie so gut schläft, ist man halt trotzdem müde, weil man halt einfach nicht durchschläft. Man muss halt trotzdem nachts aufstehen. Und deswegen übernimmt heute die Oma, also ihre Oma, meine Mama, eine Nachtschicht. Und ich darf dann heute Nacht einmal durchschlafen und ein bisschen ausschlafen. Und bin dann auch wieder fit. Genau, auf jeden Fall übernimmt sie heute eine Nachtschicht. Geh mit jetzt, heute passt die Oma mal auf dich auf. Also, was heißt aufpassen, die pennt eigentlich, aber ja. Aber ja, das macht sie so alle paar Wochen mal und dann, ja, kann ich mal ausschlafen. Ne, damit wir wieder fit sind. Mein Schatz, was magst du erzählen? Erzähl mal was. Mein Schatz, was magst du erzählen? Wow. Was magst du denn erzählen, mein Schatz? Ich zeig euch mal das einen Moment. Was macht die Dori? Was macht die Dori, mein Schatz? Scheiße. Ja, so sieht es dann aus, wenn sie spuckt. Dann läuft das die ganze Zeit hier runter. Das ist halt echt super toll. Das ist ja die Liebste, sein Spuckbuch zu essen. Tja, das ist ganz lecker, gell? Ganz lecker ist das. Ja. Spuckst du weiter? Das geht jetzt so eine Stunde circa. Ja. Ja? So, also die Kleine schläft jetzt in ihrer Schaukel, Mittagsschlaf würde ich das mal nennen, mit dem Föhn an. Also ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr findet es, wenn euer Kind mit Föhn einschläft. Aber also abends kann sie auch ohne Föhn einschlafen, aber tagsüber fällt es ihr verdammt schwer, deswegen mache ich ihn einfach an, mein Gott.
gibt Schlimmeres. Auf jeden Fall, genau, schläft sie jetzt erstmal. Und ja, jetzt habe ich schon wieder Freizeit, ne? Richtiges Mutterleben von einem Schlafkind. Ja, sorry. Ach so, wir haben übrigens schon mal darüber geredet. Also ich wohne ja jetzt gerade bei meiner Mama. Und da bleibe ich auch erstmal wohnen. Auf jeden Fall wohne ich hier mit meiner Schwester, also meine Mama, meine Schwester, ich und halt Grace. Und mit zwei Katzen. Auf jeden Fall ist es halt so, dass wir halt überlegt haben, wie es denn aussieht wegen Wohnung oder dies, das. Weil ich meine, Grace kann ja auch nicht ewig in meinem Zimmer leben. Also wir reden jetzt mal in einem Jahr, ja. Weil ich sage immer, das erste Jahr gehört das Kind zu der Mutter ins Zimmer. Und danach soll sie halt lernen, auch in ihrem eigenen Zimmer zu schlafen und zu spielen. Klar, im Wohnzimmer gibt es das auch, aber sie soll halt auch lernen, dass sie alleine im Zimmer das ganze Spielzeug hat und sich das nicht komplett durch die ganze Wohnung verteilt. Auf jeden Fall haben wir jetzt da so drüber geredet. Und da ich jetzt, einen Moment, der Wind, ich hoffe, ihr hört mich noch. Auf jeden Fall, da ja ich jetzt 2 Jahre Elternzeit habe und ich danach meine Ausbildung fertig mache, die geht halt noch so ein halbes Jahr bis Jahr. Und bleibe ich ja noch hier. Und dann gucken wir halt generell mal, wie wir das machen, ob wir alle umziehen, größer oder so. Aber wir haben hier halt eine 4-Zimmer-Wohnung und unser Wohnzimmer ist halt echt groß. Auf jeden Fall haben wir halt dann geredet, dass meine Mutter ihr Zimmer aufgibt. Und dann ins Wohnzimmer, da ist halt gerade so eine Essecke und da kommt dann halt ihr Bett hin und alles. Und dass wir dann zum ersten Geburtstag der Grace ihr Zimmer herrichten, dass sie halt zum ersten Geburtstag nicht nur Geschenke bekommt, sondern auch ihr erstes eigenes Zimmer. Da freue ich mich irgendwie schon voll drauf, das so herzurichten und alles. Bin ich mal gespannt. Und genau, damit die dann halt auch ihr eigenes Zimmer hat. Weil auf Dauer ist es ja echt dann blöd, weil umso älter sie wird, ich meine, sie läuft ja dann auch schon oder so, also hoffen wir mal. Und da kann sie nicht mal mit mir in mein Zimmer, das ist dann einfach zu eng und ich brauche auch meine Privatsphäre, also was heißt Privatsphäre, als Mutter hat man eh nicht, aber ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Und dann bekommt sie nämlich dann ihr erstes eigenes Zimmer hier und ja, da bin ich mal gespannt, ich freue mich schon voll aufs Einrichten und alles und ja, und dann eine Woche, bevor sie dann Geburtstag hat, fangen wir an, das alles umzuräumen und dann zu streichen und zu basteln und alles. Ja, also da nehme ich euch auf jeden Fall, ich weiß, es dauert noch bis dahin, aber große Ankündigung, da nehme ich euch auf jeden Fall auch mit und bei den Renovierungsarbeiten und beim Einkaufen und alles, ja. Da freue ich mich auf jeden Fall schon richtig, da bekommt sie nämlich auch ein größeres Bettchen, dann liegt sie nicht mal bei mir im Beistellbett, sondern bekommt dann ihr Gitterbettchen und ja, bin ich mal gespannt auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall echt toll, ja. Ja, jetzt schläft sie halt auf jeden Fall in der Schaukel, lässt sich vom Föhn berieseln. Ja, das sind halt die Meinungen auch immer geteilt, ne, dass man den Föhn nicht so irgendwie oft benutzen soll, weil das Kind dann nicht mehr lernt, ohne einzuschlafen. Also ich sag mal so, wir kriegen sie auch schlafen ohne Föhn. Also abends geht es auf jeden Fall. Aber mittags braucht sie den halt schon irgendwie. Und lieber mache ich den Föhn an und lasse ihn laufen, als dass ich dann 2 Stunden sehe, wie mein Kind sich rumquält, weil es nicht den Schlaf findet. Deswegen, mein Gott, schläft halt mit dem Föhn ein. Das kann man ihr später immer noch mal irgendwie ein bisschen abgewöhnen. Ja, finde ich jetzt nicht so schlimm. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht. Da könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Ja, genau, sie wird ja auch gepuppt mittlerweile nachts. Und wenn ihr wollt, könnte ich auch gerne mal eine Abendroutine für euch abdrehen, wie das bei uns so läuft. Wir haben halt 2 Abendroutinen, weil sie wird halt Abendroutinen, denn sie wird jeden 2. Tag gebadet und dann ist halt natürlich immer ein bisschen anders, aber eigentlich im Grunde unterscheidet sich das nicht viel, außer dass sie vorher halt gebadet wird oder wie sie halt baden und was wir dann mit ihr machen und so, kann ich euch ja auch gerne mal zeigen. Könnt ihr mir einfach mal schreiben, was ihr so gerne sehen wollt und auch wenn ich bei Instagram, also wenn ihr mir noch nicht bei Instagram folgt, dann blende ich euch mal meinen Namen ein und dann könnt ihr mir auch folgen und dann stimme ich auch manchmal ab, was ihr gerne sehen wollt und dann könnt ihr nämlich mitentscheiden, weil was bringt es, wenn ich Sachen drehe, die euch gar nicht interessieren. Und ja, das wollte ich einfach mal gesagt haben. Jetzt genießen wir hier noch das schöne Wetter. Richtig gutes Wetter, oder? Ja, da ist unser Whirlpool, also da war die Kleine auch schon drinne. Da ist sie das erste Mal mit mir geschwommen, also schwimmen, was zu schwimmen angeht.
Also für die, die es auch wissen, weil sie ist jetzt gerade 11 Wochen alt, am Freitag wird sie 12 Wochen alt, aber erst in 2 Wochen wird sie 3 Monate alt. Also ja, ich zähle nach Wochen und feiere trotzdem den Monatstag. Ja, krass, wie schnell einfach die Zeit vergeht, oder? Hm. Ja, also ich melde mich dann später wieder. Ciao, ciao! Was mich auch mal interessieren würde, ist, ob bei euren Kindern, ob man die Schübe gemerkt hat. Also, bei ihr merkt man das jetzt eigentlich nicht. Also bis jetzt ist es mir noch nicht aufgefallen, aber jetzt soll ja bald dieser 12, also der Schub, der in der 12. Woche ist, kommen. Und da ist sie ja jetzt fast. Und da bin ich mal gespannt, ob der da kommt. Also könnt ihr mir auch mal schreiben, ob ihr das bei euren Kindern gemerkt habt oder nicht. Kennen wir jetzt? Ja. Ja, bist du wach? Ja, ne? Du bist wach. Oh, Schatz. Bist du wach? Ja. Guck mal durch deine Hand. Hui. Ja, das würde mich echt mal interessieren. Geh mal, Schatz. Ja. Ups. Wir sind hier aus der Hand geschlagen. Okay, das heißt, ich muss jetzt diese Szene beenden. So, meine Lieben, ich schleppe sie jetzt ein bisschen rum. Denn sie wird jetzt langsam müde, aber sie bekommt jetzt um 3:15 gleich ihr Fläschchen. Deswegen ist jetzt nichts mit Schlafen. Wir haben nämlich jetzt 3:15 und dann schläft sie nicht ruhig. Ich habe auch mal eine Frage an euch, und zwar, das hat jetzt nichts mit Kindern zu tun oder so, aber einen Moment, ich muss mal kurz den Mikro reinmachen. So, und zwar, ich habe jetzt mittlerweile seit 3 Jahren das Handy iPhone 6S Plus, und mittlerweile sind halt schon Gebrauchsspuren, der Akku hält nicht mehr so lange, dies, das, pipapo. Auf jeden Fall habe ich mir überlegt, dass ich mir ein neues Handy kaufe, und ich bin halt für iPhone, also es gibt ja die iPhone-Nutzer und die Samsung-Nutzer. Deswegen mal an die iPhone-Nutzer, was für ein Handy findet ihr besser? Das iPhone 8 Plus oder das iPhone X, weil ich kann mich irgendwie nicht entscheiden, weil ich überlege mir, als ob ich mir eins holen soll, aber ich weiß halt nicht, welches genau, weil iPhone X sieht halt echt cool aus ohne diesen Button, aber eigentlich tut sich nicht viel vom iPhone 8 Plus unterscheiden. Ja, mein Schatz, wir laufen ein bisschen. Und außer halt der Preis, deswegen frage ich halt mal euch, was würdet ihr empfehlen, oder vielleicht haben da draußen schon welche das iPhone, das neue. So, also wir haben jetzt 3:10, und kurz vor 3 hat sie jetzt ihr Fläschchen bekommen und jetzt geht es für sie schlafen. Ihr seht sie da im Fernsehen, also da wippt sie gerade, also es spiegelt. Und genau, jetzt ist Mittagsschlafzeit, also was heißt Mittagsschlafzeit? Sie schläft eh eigentlich den ganzen Tag, aber wenn sie sich die Augen reibt, dann ist Schlafzeit. Bevor sie nämlich anfängt zu quengeln und dann zu schreien, dann lege ich sie direkt schlafen und dann ist alles gut. Jetzt ist erstmal Zeit für mich. Ich muss jetzt erstmal Wasser kochen, also da meine da Grace ja Fläschchen bekommt, muss halt auch immer das. Ja, also sie ist jetzt zwischen gut und böse, sage ich mal. Gleich fallen ihr die Augen zu. Ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, wie das bei euch, bei euren Kleinen so ist. Also, ob die, warte, ob ihr sie schnell zum Schlafen bekommt oder ob es eher eine Qual ist. Das heißt eine Qual, aber ihr wisst sicher, was ich meine. Ja, oder wie eure Rituale sind, zum Beispiel mittags sie hinzulegen. Ich meine, klar, bei uns gibt es noch nicht so wirklich Mittagsschlaf, weil sie ist ja noch viel zu klein. Sie schläft einfach fast die ganze Zeit eigentlich. Ist zwar immer so eine Stunde wach mittlerweile. Manchmal hat sie auch Tage, da schläft sie fast gar nicht tagsüber. Das hatte sie jetzt vor ein paar Tagen, aber jetzt hat sie wieder so Tage, da schläft sie nur. Also ich denke auch oft, dass sie ihre Schübe verschläft. Ah, ich kann euch mal meine andere Katze zeigen. Ihr seht ja immer nur den Rufus.
Das hier ist Khaleesi. Khaleesi, sag mal hallo. Ja, das ist Khaleesi. Genau. Weil ich glaube manchmal, dass sie ihre Schübe verschläft. Sie hat jetzt auch relativ früh wieder ihr Fläschchen bekommen, nach 2 Stunden 45. Sie hatte dann einfach schon Hunger. Ja. Vielleicht hat sie ja einen Schub, ich weiß es nicht. Also bis jetzt konnte ich es noch nicht. Ich wusste halt immer, sie ist morgens aufgewacht und auf einmal konnte sie lachen, auf einmal konnte sie greifen und ja, mal gucken, was sie dann Neues kann. Oder was auch nicht. Oder ob sie gewachsen ist oder sonst irgendwas, mal gucken. Ach so, was ich auch noch erzählen wollte. Und zwar, ich habe bei ihrem Mund geguckt, also sie hat gerade gelacht und dann habe ich so weiße Flecken oben gesehen. Und ich habe jetzt den Verdacht auf Mundsohr, also für die, die es nicht wissen, das ist so eine Pilzinfektion. Und ich still sie ja zum Glück nicht, sonst würden wir uns alle ständig anstecken. Und jetzt habe ich halt, hole ich dieses Mundgel von, also wir haben ja gerade Feiertag heute und mit unserem Auto, da ist so ein bisschen Hi-Papo. Und deswegen hole ich morgen dieses Mundgel für sie und habe auch neue Nuckelaufsätze für die Flaschen geholt, dass sie sich dann nicht mehr ansteckt, auch wenn sie destilliert sind, alles neu. Und ja, damit das weg ist, weil ich dachte erst so, das sind so 3 kleine weiße Pünktchen hinten oben. Und ich dachte mir so, Backenzähne kann sie noch nicht bekommen. Und ja, dann habe ich meine Hebamme gefragt und die hat mir dann gesagt, was ich nehmen soll. Und jetzt schauen wir mal gerade. Ich hoffe, ihr hört mich, wenn der Föhn an ist. Aber ja, sie schläft. Also dort könnt ihr sie sehen. Sie schläft. Das heißt jetzt für die Mama, also für mich, wieder Freizeit. Ja. Deswegen gehe ich jetzt wieder raus aus dem auf den Balkon. Also keine Angst, ich sehe sie von hier. Wir haben hier so eine große Fensterfront. Und ich kann sie dann sehen. Und ja, jetzt heißt es wieder warten, bis sie wach ist. Also eigentlich ist es echt ganz gechillt. Also ja, ich habe halt echt Glück mit ihr, muss ich wirklich sagen. Ich habe wirklich Glück mit ihr. Ja. So, also wir haben jetzt mittlerweile 4 Uhr. Sie schläft immer noch, allerdings ein bisschen unruhig, aber sie schläft noch. Und ja, immer noch. Ja, ich bin hier gerade so alleine. Meine Mutter schläft schon mal vor für heute Nacht, weil sie heute Nacht Nachtschicht hat. Und ja, bin hier gerade alleine. Und ja, das ist halt schon doof. Ich will erst mit ihr spielen und kuscheln, aber sie will nicht. Sie will einfach nur schlafen. So, also sie ist wach und sie quengelt. Ach so, wenn ich jetzt alleine laufe. So, also die kleine Maus konnte irgendwie nicht richtig schlafen. Hör auf dabei zuzukommen, sonst kann ich nicht richtig reden. Die konnte irgendwie nicht richtig einschlafen. Wundert euch nicht, warum ich lache. Meine Mutter, die starrt mich an. Auf jeden Fall. was wollte ich denn jetzt sagen? Findet sie gerade ganz schwer einschlafen. Jetzt ist sie gerade so ein bisschen eingeschlafen. Meine Mama wippelt sie gerade so im Maxi-Cosi, aber sie hat gleich Hunger, deswegen ist es gerade ein bisschen doof. Aber naja, mal gucken. Sie im Moment greift er als ihren Schnuller und reißt den sich raus und dann ist sie sauer, weil sie den Schnuller sich rausgerissen hat. Tja, das mit dem Greifen müssen wir noch üben, Madame. Tja, aber naja, so ist das halt, ne? Wir haben gerade gut gegessen, habe leider vergessen, ein Bild zu machen. Aber es gab Puten-Dings ohne Panade. mit Kartoffelbrei und Mais. Lecker, ja. Ganz gesund ernährt heute. So, meine Lieben, also ich verabschiede mich jetzt mal von dem heutigen Vlog, denn jetzt fängt eigentlich die Abendroutine an und die wollte ich extra mal für euch abdrehen. Also vielen Dank, dass ihr mir zugeschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen und abonnieren nicht vergessen, denn das ist kostenlos. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut.